Ich weiß gar nicht, ob das im Mainstream angekommen ist, aber es hat ja einen Whistleblower beim sächsischen Verfassungsschutz gegeben. Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Wetzolds Welt. Ja, das ist durchaus eine brisante Sache und deswegen gehen wir gerade mal rein. Es ist durchaus kurios, dass hier eine schwäbische Zeitung einen ausführlichen Bericht hier zu diesem Fall gegeben hat. Ja, also möglicherweise ist man bei dieser Regionalzeitung ein bisschen alternativer eingestellt, vielleicht auch, weil man sieht, dass man mit absolutem DPA-Mainstream-Gewäsch vielleicht auch die Leser nicht mehr hinter dem Ofen hervorlockt. Plötzlich Staatsfeind, Verfassungsschutz nimmt Whistleblower ins Visier. Wir sehen hier den Dirk Martin Christian, den Präsidenten des Landesamtes Verfassungsschutz in Sachsen. Das ist also nicht das Bild des Whistleblowers. Der heißt Gregor S., ja, der ist Verfassungsschützer. Und er warnt eben, dass der Verfassungsschutz den Rechtsstaat aushöhlen würde, ja. Und nun beginnt sozusagen die Gegenwehr des Verfassungsschutzes und dieser Mitarbeiter, dieser Whistleblower Gregor S. bekommt jetzt richtig, richtig Ärger. So schreibt die Schwäbische, die Aufregung beim Verfassungsschutz ist groß. Nach dem Bericht der Schwäbischen Zeitung über den schweren Vorwurf eines Mitarbeiters des Inlandsgeheimdienstes gegen seinen Arbeitgeber sind die Vorgänge nun auch ein Fall für die Justiz. Der sächsische Verfassungsschutz hat Strafanzeige gegen Gregor S. erstellt. Zudem habe die Vorgänge nun auch die Politik erreicht. Ja, und was sind das für Vorwürfe, die hier Gregor S. erhoben hat? Es geht darum, ja, dass, so wird hier eben dieser Whistleblower zitiert, der Dienst ist mit ernstzunehmenden Gegnern, wie wirklich gewaltbereiten Links- oder Rechtsterroristen oder radikalen und teils kriegserfahrenen Islamisten, ja, dass er es damit nicht wirklich aufnehmen könne, kümmere er sich zunehmend um Leute, die eigentlich gar keinen Fall für den Verfassungsschutz seien und das in der Vergangenheit auch nicht waren. Ja. Es wurde eben der Extremismusbegriff erweitert, das sehen wir ja seit mindestens 5 Jahren, dass also diese Extremismuskategorien immer weiter ausgeweitet werden und jetzt auch um die Kategorie der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates erweitert werden, ja, durch diese Umdeutung oder Pervertierung der Sprache, so wird dieser Whistleblower zitiert, werden also Menschen zu Verdachtsfällen gemacht, ja. Was gestern legale Kritik war, kann heute Grund sein, ins Visier des Verfassungsschutzes zu geraten. So wird eben dieser Whistleblower zitiert. Und in der Tat ist es nicht unproblematisch, diese verfassungsschutzrechtlich relevante Delegitimierung des Staates. Ja, das ist natürlich mal wieder so ein Gummiparagraph und alle Gummiparagraphen sind natürlich im Grunde genommen Vorlagen für staatliche Willkür. Also wenn Gesetze sehr schwammig formuliert sind, wenn dort Formulierungen verwendet werden, die nicht klar definiert sind, ja, beispielsweise in einer Weise, die dazu geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu gefährden, ja, oder zu stören, ja, das ist auch so eine absolute Gummiformulierung, wo der Willkür Tor und Tür geöffnet ist. Aber auch bei dieser Delegitimierung des Staates ist das natürlich ausgesprochen problematisch, denn es ist natürlich eine Grundidee der Demokratie, dass der Staat nicht per se legitim ist, ja, qua Staat, ja, also der Verweis darauf, dass etwas legitim ist, nur weil es staatlich ist, ist ja gerade nicht die Idee der Demokratie, sondern die Idee der Demokratie besteht darin, dass staatliches Handeln immer auch eben zu legitimieren sei durch die Rückanbindung an den eigentlichen Souverän des Volkes, ja. Und der Staat hat per se überhaupt keine Legitimität, sondern nur, wenn er eben demokratisch verfasst ist und über Wahlen sozusagen sich die Legitimität vom Volk holt, nur dann kann sein Handeln als legitim angesehen werden.
Und in einer Zeit, in der wir eine substanzielle Legitimitätskrise auch haben, eine Demokratiekrise, eine Repräsentationskrise, ja, dann gehört es auch zum Bestandteil einer aufrechten Kritik, dass eben dann auch die Legitimität des staatlichen Handels mitunter in Frage gestellt wird, wenn die demokratische Legitimierung doch auch fragwürdig ist. Ja. So, dass also eine Infragestellung der Legitimität von staatlichem Handeln, beispielsweise zur Zeit der Corona-Pandemie, wo doch dann sehr sportlich auch Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden, ja, nach meinem Dafürhalten einfach zum normalen demokratischen Diskurs auch dazugehört. Und solche Tatbestände wie die Delegitimierung des Staates schon auch die Gefahr bergen, dass ganz allgemein fundamentale Kritik, ja, vielleicht am konkreten Zustand des Parteienwesens, an bestimmten Zuständen in der parlamentarischen Demokratie, an bestimmten Zuständen auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dann gleich als eine Art Verfassungsfeindlichkeit gedeutet werden. Ja, und das ist natürlich ausgesprochen problematisch. Wir leben in Zeiten, in denen unsere Wertigkeit hier für die Bundesrepublik einerseits und auch für das seit, ich würde mal sagen, 5 Jahrzehnten kulturell hegemoniale Paradigma des Linksprogressivismus oder des Linksliberalismus andererseits, dass wir hier es mit alten Wertigkeiten zu tun haben. Das muss man einfach klar sagen. Und solche alten Wertigkeiten fangen dann immer auch an, regressive Verhaltensweisen zu entwickeln, also Verhaltensweisen, bei denen es vor allem darum geht, etwas zu verteidigen, sozusagen einen alten Zustand oder eine alte Wertigkeit gegen Infragestellungen abzusichern und deswegen zunehmend sozusagen verbietend und repressiv auch operierend. Ja, das ist, wenn man so will, ein völlig, in Anführungszeichen, natürlicher Zustand einer alten Wertigkeit. Und das sehen wir also auch in der Gegenwart. Das heißt jetzt nicht, wenn ich sage, dass die Wertigkeit der Bundesrepublik sozusagen in die Jahre gekommen ist, dass jetzt hier eine Zeit für eine Diktatur ist, sondern dass durchaus auch die Bundesrepublik sich möglicherweise häuten könnte und eine Art Frischzellenkur oder auch Demokratie 2.0 Reform durchaus vertragen könnte. Also das heißt ja nicht, dass wir jetzt uns sozusagen vom bestehenden System völlig verabschieden. Aber ich bin durchaus beispielsweise auch Freund so eines Projektes einer dritten Republik. Also dass wir uns als deutsches Volk nochmal eine wirkliche eigene Verfassung auch geben. Ja, da ja doch die freiheitlich-demokratische Ordnung durch das Grundgesetz doch auch defizitär ist. Also meinen Ansprüchen an eine freiheitliche Gesellschaftsordnung genügt eigentlich das Grundgesetz nicht. Sie ist, was die Grundrechte anbelangt, eine ausgesprochen schwache Verfassung. Da ist beispielsweise die US-amerikanische Verfassung ja sehr viel stärker. Ja, also die Einklagbarkeit der Grundrechte ist doch in Deutschland wesentlich weniger ausgeprägt, als es in den USA der Fall ist. Ja, gehen wir nochmal zurück zu dem konkreten Fall hier in Sachsen. Es wird jetzt also hier zu Prozessen kommen und der Whistleblower hat hier ausgesprochen prominente Unterstützung und sowohl durch eben, was die zivilrechtlichen Sachen anbelangt, durch die Anwaltskanzlei Höcker, so wie es hier heißt, einer der renommiertesten Anwaltskanzleien Deutschlands. Und hier bei der Strafverteidigung wird Alfred Dierlam übernehmen. Dieser Professor Dr. Alfred Dierlam gehört hier nach Angaben der Schwäbischen Zeitung eben auch zu den bekanntesten Strafverteidigern der Republik. Ja, und er wird noch zitiert, der Strafverteidiger, dass er eben bei der FDP gewesen sei und dann aber 1994 unter Schwarz-Gelb und dem sogenannten großen Lauschangriff, der da beschlossen wurde, da hätte er sich als überzeugter Liberaler eben dann doch abgesetzt, auch von der FDP. Ja, das Ganze kostet natürlich Geld und von Gregor S. wurde hier auf GoFundMe ein Spendenkonto eingerichtet. Wer also hier die Verteidigung unterstützen will, hier findet er also Wege, wie er das machen kann.
Ja, mir scheint das durchaus bemerkenswert, dass sich jetzt auch so prominente Juristen hier dem Whistleblower zur Seite springen, möglicherweise durchaus auch mit einem gewissen Idealismus. Ja, also mir stellt sich das so dar, oder mir scheint es so, dass also die prominenten Anwälte das jetzt nicht nur aus finanziellen Gründen machen. Es ist ja durchaus ein bisschen ein Risiko, auch als Anwalt, ja, sich so einer anrüchigen Sache vielleicht in den Augen vieler anzunehmen, ja. Aber mir scheint mir hier doch auch darum zu gehen, dass tatsächlich vielleicht auch in den Kreisen der Juristen vieles, was sich hier in den letzten Jahren verschoben hat, doch auch kritisch gesehen wird. Also so gesehen ein wichtiger, ein symbolischer Fall. Meinem Herzen nach hat hier der Whistleblower durchaus meine Sympathie, denn ich sehe auch die Politisierung des Verfassungsschutzes in den letzten 3-4 Jahren ausgesprochen problematisch an. Also war Hans-Georg Maaßen noch ein vergleichsweise zurückhaltender Verfassungsschutzchef, so haben wir jetzt mit dem Haldenwang einen Verfassungsschutzchef, der mitunter wie ein Aktivist auftritt und der auch so in die Öffentlichkeit drängt und sich auch so gebärdet, dass man schon den Eindruck hat, hier ist nicht der, ich will mal sagen, kühle, agnostische Analytiker am Werk, sondern hier ist jemand, der glaubt, eine Mission zu haben, und das als einer, der einen Inlandsgeheimdienst leitet, halte ich doch für ausgesprochen problematisch. Also Aktivisten sollten wir hier, sollten die allerletzten sein, die also einen solchen Posten wirklich ausfüllen sollten. Ja, in diesem Sinne auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich hoffe, wir werden das weiterverfolgen, und das wird eine Auseinandersetzung sein, in dem es der Verfassungsschutz nicht eindeutig als Sieger hervorgehen wird. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und tschüss, bis zum nächsten Mal.